Herzlich willkommen auf dem DMK Forum 2020 und auf dem virtuellen roten Sofa sitzt jetzt mit mir Frau Renate Röllecke. Frau Renate Röllecke, Sie sind pädagogisch-wissenschaftliche Referentin der GMK und Sie leiten das Projekt des Dieter-Barke-Preises. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich darüber, hier zu sein. Wir haben ja ein spannendes Forum in diesem Jahr und hatten auch den Dieter-Barke-Preis vor einer Woche schon. Genau. Ja, und der Dieter-Barke-Preis, das ist die bundesweite Auszeichnung für medienpädagogische Projekte. Was bedeutet das genau? Ja, den Dieter-Barke-Preis verleihen wir gemeinsam mit dem Bundesjugendministerium seit 2001 und im Fokus stehen pädagogische Ansätze und Pädagoginnen und Pädagogen, die sich intensiv mit Medienpädagogik befassen und diese auch weiterbringen und mit verschiedenen Gruppen zusammenarbeiten, mit Kindern, Jugendlichen, womöglich auch mit Erwachsenen, sich auch vernetzen. Und wir schauen einfach nach einer Art von Medienpädagogik, die weit über digitale Bildung rausgeht und soziale, kulturelle, politische Aspekte mit beinhaltet. Das ist eigentlich der Medienkompetenzbegriff, der auch auf Dieter Barke zurückzuführen ist. Und das ist das, was wir spannend finden und was wir gerade in dieser Zeit nochmal besonders wichtig finden. Ja, kann ich kurz nachhaken? Wer war Dieter Barke? Dieter Barke war Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität Bielefeld bis 1999. Dann ist er verstorben. Er hat den Medienkompetenzbegriff begründet, einen Medienkompetenzbegriff, der pädagogische Ansätze beinhaltet und vier verschiedene Kategorien sozusagen. Also im Grunde geht es um eine Medienpädagogik, die auch über reine Mediendidaktik weit hinausgeht, wie ich eben beschrieben habe. Ich kann mir vorstellen, dass sich einige jedes Jahr auf den Dieter-Barke-Preis bewerben. Wie viele Projekte werden da vorgestellt und was müssen Sie da alles durchforsten, um dann die Gewinner zu ermitteln? Ja, wir hatten in diesem Jahr 126 Projekte, die eingereicht wurden. Das ist sehr, sehr viel. Wir hatten eigentlich so ein bisschen befürchtet, dass es in diesem Jahr ganz anders aussehen würde und haben dann wirklich auch Luftsprünge gemacht, als wir gesehen haben, wie toll das ist, dass trotzdem so viele Einreichungen uns erreicht haben. Die werden alle über die Monate hinweg intensiv gesichtet, kontaktiert, gewertet, von uns in einem kleinen Team alle gesichtet und dann wird eine Auswahl erstellt von ungefähr 30 Projekten, die dann der Jury vorgelegt wird. So gehen wir dabei vor. Und in diesem Jahr war alles anders als besonders. Es war ziemlich relativ schnell klar, dass es eine virtuelle Preisverleihung geben würde. Und da haben wir gedacht, ja, dann können wir das vielleicht auch ein bisschen erweitern und diesmal erstmalig auch Nominierungen aussprechen und damit den Kreis der besonderen und hervorzuhebenden Projekte noch ein bisschen zu erweitern. Es gibt verschiedene Kategorien, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Vielleicht könnten Sie ja mal erläutern, welche Kategorien es gibt und welche Zielgruppen die jeweils ansprechen. Genau. Es gibt einmal die Kategorie A, das ist für Kinder. Das heißt, das sind die unter 14-Jährigen, Projekte mit unter 14-Jährigen, die da im Fokus stehen. Und es gibt die Kategorie B für Projekte mit Jugendlichen. Das fassen wir so bis ins junge Erwachsenenalter rein, aber im Schwerpunkt sind es wirklich 14 bis 18-Jährige. Und dann haben wir noch die internationalen und interkulturellen Projekte. Und dann haben wir noch intergenerationale Projekte beziehungsweise intergenerative Projekte und Projekte halt im Inklusionskontext, könnte man heute sagen. Wir werden im nächsten Jahr wahrscheinlich auch die Kategorien nochmal überprüfen und vielleicht ein bisschen
modernisieren. Dann gibt es die Kategorie E, das sind Netzwerkprojekte. Da geht es darum, wie sich pädagogische Fachkräfte oder eben auch wie mit Kindern und Jugendlichen in einem Netzwerk zusammengearbeitet wird. Darin sehen wir ganz besondere Chancen, dass verschiedene Institutionen zusammenarbeiten. Und dann gibt es einen Sonderpreis seit dem letzten Jahr, den wir gemeinsam mit dem Bundesministerium nochmal ausloben und nochmal jedes Jahr neu zum neuen Thema herausbringen. Dieses Jahr war das Speak Out and Connect. Und im Vorjahr war es Sei frech und wild und wunderbar. Das sind bestimmte Themen, zu denen sich die Projekte dann auch zuordnen können. Und Wer hat den Sonderpreis dieses Jahr gewonnen? Oder vielleicht können Sie das Projekt vorstellen? Es haben zwei Projekte gewonnen in diesem Jahr. Den Sonderpreis, das eine ist, den Sonderpreis haben in diesem Jahr zwei Projekte gewonnen. Das eine ist Songs in Real Life. Das ist ein besonderes Projekt, was auch in der Corona-Zeit entstanden ist. Ein Projekt, was normalerweise Videoclips, also ja, Musikclips mit Kindern und Jugendlichen erstellt, nach deren eigenen Vorstellungen, nach deren Ideen, was aber jetzt in der Corona-Krise ja nicht mehr als Präsenzprojekt stattfinden konnte. Und die haben es wirklich geschafft, auf eine ganz großartige Art und Weise mit den Kindern und mit den Familien im Lockdown zusammenzuarbeiten und sie zu darin zu unterstützen, nach ihren eigenen Ideen, auch zum Thema, wie geht's mir eigentlich in dieser Lockdown-Phase, was fehlt mir oder was mache ich eigentlich gerade, was macht meine Familie dazu, Videos zu drehen, die dann gemeinsam mit den Medienpädagoginnen und Medienpädagogen zu super tollen Clips zusammengestellt wurden. Jetzt machen Sie mich neugierig. Kann ich mir das auch angucken? Das kann man sich angucken, ja, natürlich. Also es gibt einerseits die Clips auf unserer Dieter-Barke-Preisseite, die alle Nominierten vorstellen und einen genaueren Blick auf die Preisträgerprojekte nochmal werfen. Und dann ist es so, dass bei bestimmten Projekten, bei diesem zum Beispiel, ist eigentlich so ist, bei diesem Projekt ist es so, dass man da auch einen Link hat zu den ganzen anderen Filmen, die gemacht haben, weil es sich schon lohnt, die genauer anzugucken und die nicht jetzt noch zusammenzufassen. Genau. Ja, das glaube ich. Aber das war nicht das einzige Projekt, was gewonnen hat, weil es hat in dieser Kategorie hat auch ein schon länger laufendes Projekt gewonnen, was aber diesmal eingereicht wurde. Das ist Mein Testgelände. Das ist eine ganz großartige Seite, wo es um Gender-Themen geht und um Queer-Themen. Das ist nicht nur eine Seite, sondern das ist ein Projekt und es sind ganz viele Menschen, die dahinter stecken. Viele Jugendliche, die sich bundesweit vernetzen, um in ganz unterschiedlichen Formaten ihre Sichtweise auf das Thema Gender zum Ausdruck zu bringen und zum Teil auch zusammenzukommen und in verschiedenen Workshops und so weiter das zu bearbeiten. Ein ganz großartiges Projekt, was also dem Thema Speak Out and Connect unglaublich gut entspricht. Ja, und das dann auch von Jugendlichen für Jugendliche oder... Ja, das ist von Jugendlichen für Jugendliche, aber es ist pädagogisch begleitet. Das ist das, da der Dieter-Barke-Preis ja auch ein Preis ist, aber für die tolle Medienpädagogik, geht es hier auch darum, dass da ein journalistischer Rahmen geschaffen wird, eine Begleitung stattfindet von den Jugendlichen, ohne ihnen reinzureden. Das ist ganz wichtig. Das heißt also, es werden ihnen Techniken vermittelt, es werden ihnen Möglichkeiten gegeben, es wird ihnen etwas, sie werden unterstützt in ihren Anliegen medial, ihre Interessen zum Ausdruck zu bringen und ihre Sichtweisen und ihre kulturellen Beiträge. Ja, Sie haben am Anfang schon angesprochen, dieses Jahr 2020 hat natürlich auch den Dieter-Barke-Preis etwas verändert, etwas in die Online-Welt gebracht. Gab es vielleicht noch ein Highlight, das Sie nennen möchten, das Sie überrascht hat oder mit dem Sie vielleicht nicht gerechnet hätten? Wir rechnen mit vielem, was den Barke-Preis gibt. Es gab jetzt nicht die Wahnsinnsüberraschung.
Es sind ja ganz viele Preise auch dabei, die, also ganz viele Projekte sind dabei, die vor der Corona-Zeit auch entstanden ist. Das muss man dazu sagen. Das ist ganz wichtig, wenn man sich die Projekte von diesem Jahr anguckt. Wir schreiben immer das Jahr davor. Also man kann sich, die Projekte müssen im Jahr davor entstanden sein oder bis zu der Frist. Das ist immer der 31. Juli. Bis dahin müssen die realisiert worden sein. Und wir haben uns einfach super gefreut, auch über die Projekte, die während der Corona-Zeit entstanden sind. Und das war natürlich sowas Großartiges wie die Computerspielschule in Hamburg, ein langlebiges Projekt auch schon, was aber einfach es geschafft hat in der Zeit, wo die Schulen noch sehr, sehr am, und sie sind es heute noch, sehr am Hadern waren, zum Teil, bis auf natürlich viele sehr engagierte Kolleginnen und Kollegen, die es auch an Schulen natürlich gibt. Wie kann ich und was kann ich auch gut online machen? Die haben praktisch ihre Computerspielschule ein Angebot auch für Kinder, auch für Jugendliche, aber dies ist das Kinderangebot, was da im Fokus stand, auch direkt geswitcht in die Online-Welt und haben also etwas, was sonst eigentlich eine komplexe pädagogische Unterstützung auch mit erfordert. Es ist ihnen gelungen, das online zu transferieren und die Kinder zu einer Zeit, wo die wirklich alleine zum Teil zu Hause saßen, zu kreativen Arbeiten, zu kreativen Wirken auch heran zu animieren. Und ja, das ist denen ganz toll gelungen. Die haben zum Beispiel da in Minecraft verschiedene Achterbahnen, Geisterbahnen oder andere Achterbahnen gebaut, je nachdem, was sie für Interessen haben und was so ihren Vorstellungen entspricht. Und ja, Creative Gaming ist der Schwerpunkt. Also wenn man Computerspielschule holt, dann denkt man, ja, das ist, also es ist vor allen Dingen stehen kreative Ansätze da im Mittelpunkt. Und das ist ganz toll. Besonders gefreut hat mich auch, dass die Jury das Projekt Hashtag MFEDU ausgezeichnet hat. Das ist ein Netzwerkprojekt aus Mecklenburg-Vorpommern von Pädagoginnen und Pädagogen, die sich selbst nicht scheuen, sich Bildungsenthusiastinnen zu nennen. Und ich finde, das ist ein Wort, was viel zu selten vorkommt. Bildungsenthusiasten, sagen Sie. Ja, Bildungsenthusiasten. Die vernetzen sich eben auf dieser Webseite und unter diesem Hashtag und haben in der Corona-Zeit waren die natürlich besonders aktiv, waren aber vorher schon vernetzt. Und das ist ein Modell, wo man sehen kann, wie diejenigen, die Interesse haben, die Medienpädagogik, die Medienbildung weiterzubringen, wie die sich austauschen können und wie die praktisch etwas machen, was inzwischen jetzt in den letzten Monaten selbstverständlicher geworden ist, aber was damals noch relativ früh schon stattfand, nämlich sich gemeinsam über Medienbildung zu diskutieren, Projekte weiterzubringen, Ideen auszutauschen, zu sammeln und so weiter. Und da, das ist etwas, wo eben nicht nur die außerschulische Jugendmedienarbeit, wo sich der Dieter Backe-Preis besonders anrichtet, sondern auch Schulen ein Beispiel nehmen könnten. Und ja, sich vielleicht. Und die Vernetzung ist toll. Also genau, das heißt, über ganz Deutschland hinweg können sich da Bildungsenthusiasten, wie Sie es gerade so schön genannt haben, oder wie Sie sich selber nennen, vernetzen und diskutieren. Ja, genau. Und dazu möchten wir eigentlich mehr anregen und da auch diese Begeisterung, die hinter allen Projekten steht. Also es steht wahnsinnig viel Arbeit dahinter, es steht auch ganz viel Begeisterung dahinter. Ohne das wird es nicht gehen, das sehen wir auch zum Teil, das sieht die Jury auch. Wir haben eine Fachjury aus verschiedenen Einrichtungen bundesweit, die sich die Projekte anschauen und die dann auch werten und aussuchen und die auch ja, dann in den Laudatios zu sehen sind. Die einzelnen. Einfach mal angucken und reinschauen. Das werde ich auf jeden Fall. Wenn jetzt einige der Zuschauerinnen und Zuschauer denken, nächstes Jahr möchte ich mitmachen beim Dieter Backe-Preis. Ich bin entweder, weil man schon tolle Ideen hat und schon an einem Projekt arbeitet oder einfach jetzt sagt, vielleicht ist das jetzt ein super Anreiz, sich hinzusetzen. Worauf muss man genau achten, wenn man sich dann nächstes Jahr bewirbt?
Ja, im Zentrum bei uns steht wirklich die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, die aktive. Das heißt, wenn ich jetzt einfach ein Angebot habe, ich habe jetzt eine tolle Webseite oder so, kommt mal alle her, hier könnt ihr was machen, dann ist das für uns spannend und interessant, aber auszeichnungswert sind all die Projekte, in denen man kreatives Schaffen, tolle Ideen von Kindern und Jugendlichen selbst sieht und oder wo die dazu eine Pädagogik, die das auch mit stützt und mit fördert. Das ist das, was für uns wichtig ist. Das muss nicht immer die vollkommen verrückte, innovative Idee sein, aber sehr gerne. das können auch klassische Filmprojekte manchmal sein. Wir haben jetzt zwei Filmprojekte auch ausgezeichnet, die aber sich mit innovativen Themen auseinandersetzen. Nämlich mit Influencing auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch damit, wie geht es mir eigentlich, wenn ich in einem Chat gemobbt werde? Oder wie läuft das eigentlich ab? Wie ist das eigentlich subtil und so? Also nicht nur jetzt einfach so diese plakative, bitte Leute nicht mobben oder so, sondern einfach, was läuft da eigentlich ab? Was macht das mit mir? Und das wurde in einem ganz tollen Filmprojekt zum Ausdruck gebracht, Schreibt heißt das, was auch einen interessanten, überraschenden Effekt übrigens hat. Aber der wird nicht verraten. besonders berührt haben uns sowohl in der Vorauswahl als auch die Jury selbst auch zwei andere Projekte. Das Projekt Eine lange Reise, das einen Preis gewonnen hat im Kontext Inklusion auch. Das sind gehörlose, geflüchtete Kinder, die praktisch Videos gedreht haben und Trickfilme gemacht haben, um ihre Fluchtgeschichte auch zum Ausdruck zu bringen. Also diejenigen, die sonst nicht oder eher nicht gehört werden, Gehör zu verschaffen. Und das Ganze war ein Kombinationsprojekt auch mit hörenden Kindern und Jugendlichen, die die Fragen auch gestellt haben zum Teil oder sich mit denen unterhalten haben. Das war ein ganz, ganz tolles Projekt, was einen auch sehr berührt, wenn man das mal sich anschaut und was, glaube ich, weit noch nachwirken kann. Ein anderes Projekt ist auf den ersten Blick, denkt man, ein Plakatprojekt. Es ist aber ein ganz besonderes Plakatprojekt, weil es um Recht in dem Projekt Recht und Würde um Menschenrechte geht und das wird intergenerativ und auch von Menschen unterschiedlichsten Herkunft bearbeitet und in einem sehr ausgefeilten pädagogischen Setting ist da Teilhabe möglich und dann auch werden Fotos gemacht, die wirklich großartige Plakate zur Folge haben, die dann auch im Dortmunder U noch vielen Menschen zur Verfügung gestellt wurden und zur Ansicht. Das ist ein besonderes Projekt auch gewesen. Und die anderen, also alle Barke-Preis-Projekte sind natürlich, die eine Auszeichnung haben und auch die Nominierten sind eigentlich ganz tolle Projekte und es lohnt sich, da mal durchzuklicken und dahinter zu blicken. Ja, vielen Dank, Frau Renate Röllecke. Ich werde mich jetzt auf die Dieter-Barke-Preis-Homepage begeben und mal durchscrollen, was ich so sehe und vermutlich bei dem einen oder anderen auch mal länger hängen bleiben. Ja, genau. Vielen Dank für das Gespräch und freue mich schon auf den Dieter-Barke-Preis nächstes Jahr. 2021, genau, seien Sie dabei. Wir freuen uns.